Ich bin hier ganz am hinteren Ende von Bethel, ganz hinten am Quellenhofweg. Hier ist die Bushaltestelle Quellenhof und hier ist das Schild Quellenhof. Und hier möchte ich euch etwas zeigen, was ich gerade entdeckt habe. Und zwar hier rechts von der Zufahrt in diesem kleinen Gehölz. Es ist Freitag, der 27. Januar 23. Hier fließt ein kleines Bächlein. Aber darum geht es nicht. Ich habe auf meinem langen Spaziergang durch Bethel gerade einen alten Strommasten entdeckt von der Straße aus. Ziemlich versteckt zwischen den ganzen Bäumen. Und das ist äußerst interessant. Dieser Strommast hier, komplett verrostet, das Metall, aber oben sieht man noch die ganzen Isolatoren, wo früher mal die Strom- und vielleicht auch Telefondrähte gelaufen sind. Da ist kein einziger Draht mehr zu sehen und das würde auch heutzutage wenig Sinn machen, weil lauter Bäume ringsrum sind und die Leitungen gar nicht frei verlaufen könnten. Ich frage mich, bis wann dieser Mast wohl in Betrieb war. Und von wo nach wo die Kabel verlaufen sind. Gehen wir doch mal ein bisschen weiter, auch wenn ich mir dabei die Schuhe versaue. So, ein schöner Betonsockel. Hier der Mast. Und wenn man von der anderen Seite schaut, sieht man, dass das Ganze unten auf einer Art gemauertem Fundament steht, wenn ich das von der Straße aus richtig gesehen habe. Wirklich ein schönes Kleinod aus alter Zeit. Bestimmt seit vielen Jahren nicht mehr in Funktion. Das wollte ich euch zeigen. Hier nochmal der Blick von der Straße, von der Bushaltestelle aus. So habe ich das Ding gerade zufällig im Vorbeigehen entdeckt. Da unten sieht man auch den Sockel, wie das Ganze damals hingestellt wurde vor vielen Jahrzehnten. So etwas mag ich, wenn ich bei Spaziergängen auf so Zeugnisse aus alter Zeit stoße, die schon längst vergessen sind. Es ist auch der pure Zufall, denn wir haben jetzt Winter. Im Sommer hätte ich es von der Straße aus wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil dann hier alles belaubt und begrünt gewesen wäre. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.